Ah, ich bin gefangen, aber. Aha, ich bin vom Pferd. Wir sind nur Level 18. Wo ist mein Pferd da? Da ist es. Das ist der Sack. Ja, warte. Mein Pferd hat einen Stein gestreift. Manchmal ist mein Hirn echt ganz schräg. Oh, warte mal. Da müssen wir nicht durch. Ah, sondern davor rechts. Ich bin Baum nicht galoppiert. Na, Hammer! Ja, du bist noch nicht so ein guter Drifter. Ja, ich bin ja schon wieder im Kampf. Neu. Ich bin wieder mit da. Und die! Boah, der Damage. Crazy. Ich nehme mal schnell. Das Ding ist gerade leer, merke ich gerade. Ja, ich hab gemeint, mit A und D nimmt man. Jetzt ist schon der Tag, oder? Das ist halt bei ja richtig schlecht. Ja, da müssen wir nachher schnell warten. Da vorne kämpfen noch mal gegen den Baum. Oder 15 Armbrüste haben gerade auf mich zielt. Ein Baum auf mich vorne. Ich bin in der Baum. Wow, was für ein Zufall, hey. Was? Au, ich bin gerade über Holz drüber gerannt und wollte es näher. Druck F und der Wähl hat gerade einen auf den Gegner, hat so wenig Leber gehabt, dass ich ihn ausgesaugert habe. Jetzt hat es mich vom Pferd aber gezogen und dann ausgesaugert. Ich muss schnell los. Bin ich schon vorbei. Trotzdem Xana. Oh nein, ich bin eh richtig. Da haben wir letztes Mal schon gefightet, gell? Ich stelle das Pferd ein bisschen weiter Husse ab. Ich will ja nicht, dass es stirbt aus diversen Gründen. Du trockel erster Opa! Alter. Ich hab sogar Schneeblume dabei. Yes. Mal sehen, was das bringt. Ja. We will see. So, kurz warten und dann. Wird schon wild. Mhm. Du, bei dir im Headset, du hast aber ein kabelloses. Ja, klar, hast du ein kabelloses Headset. Ja, ja. Dort ist aber ein Empfänger dran, oder? Separat. Ja. Ja, halt ein USB-Stick für ein PC. Ah, ja. Ist das jetzt nicht etwas, wo ich als Bär kaputt machen kann?
anscheinend. Oder ist eine fette Kupferader? Ah, aber die kann man ja nicht. Ah ja. Aber als Bär kannst du jetzt draufschlagen, oder? Aber du kriegst ja nichts außer. Ja. Mit Sprengstoff könntest du wegsprengen. Genau, ja. Wir haben natürlich keine mehr mit. So. Mach dich schon mal bereit. Ja, gleich geht's los. Ich sehe es immer noch nicht. Weil da sind voll viele so Rosen und so Feuerblumen. Schneeblume. Ah, ich hab sie gefunden. Da oben links ist. Ist einfach 34, die ist jetzt unter uns. Das ist auch schlecht. Ja, mal übelst. Also ich hab gehört, ein guter Kampf beginnt immer mit Hey Grützner, die wollte mir mal vorstellen. Au. Oh, der hat 39. Ja, ich hab's so gesehen. Ja, so, jetzt machen wir sie locker. Wo bist denn du? Brrr, ah! Ich hab Angst. Wieder Angst. Oh, jetzt krieg ich aber noch auf den Deckel. Is it so familiar? So familiar. Wow. So schwach. It's squeezy. Was haben wir Neues? Oh, wir haben gelernt, sende einen Spektralwolf aus, der 125% magischen Schaden verursacht, das Ziel verlangsamt und schwächt, wodurch der verursachte Schaden um 30% für 5 Sekunden verringert wird. Er springt nach jedem Treffer auf einen Feind in der Nähe bis hin zu 2 Treffern. Jeder Treffer verursacht 85% weniger Schaden. Aha. Ja. Nächstes Mal bitte noch ein größerer Aufsatz. Aha, das ist jetzt ja nicht so der Burner. Ja, man, 125 plus 85 plus 85 sind ja, aber 285 Damage. Aber
Also hast du doch insgesamt zwei Treffer. Also der erste Treffer und dann springst du einmal weiter. Oder springt nach falsch? Jedem Treffer auf einen Feind in der Nähe bis hin zu zwei Treffern. Ja, gute Frage. Also triffst du einmal und dann ein zweites Mal, oder? Warte, ist ein Reh. Also. Warte, ist ein Reh. Verteidig die lieber sehr schmal. Okay. Das hat nichts gebracht. Ich hab nichts gesehen, ob es wieder gesprungen ist oder nicht. Ja, weil kein zweites Reh. Ja. Dann haben wir noch die ganzen Pflanzen mit. Ding. Blutrosen ohne Ende. Ach, schön. Und jetzt die Magnum lieber. Hui! Du kannst nicht abspringen, ne? Ah, kannst nicht abspringen. Hätte mich zu gewundert. Ja, easy peasy. Das war jetzt echt. Rennen wir noch zurück zur Base und dann können wir später wieder. Und anders wieder. Waren wir heute mega erfolgreiche. Nehmen wir noch alles mit. Wir haben den Schmied gekillt und haben Eisen uns dazu gekriegt. Und die nochmal fertig gemacht. Nochmal. Ja, jetzt nochmal probiert und jetzt diesmal wirklich fertig gemacht. Wir haben noch gewonnen, weil sie uns gewinnen lassen hat. Immerhin beim Pferdle steht noch da. Das ist ja praktisch. Hm. Ja, das mit dem Pferd, das finde ich super fein. Ist ja nochmal ein Stück schneller. Oder ist noch ein Steingolem. Wäre mittlerweile auch kein Problem mehr für. Man muss eh noch einmal Leertasche drücken, dass es anfängt galoppieren. Ja. Das klingt irgendwie witzig, wenn du drauf bleibst. Ja, er schlägt immer Sekunden, die ganze, das arme Pferd. Ja. Das kann einfach schon gar nicht schneller. Denkt sich nur bitte. Oh boy. Hey, der zwielichtige Händler war wieder da gewesen. Aber der griff dann auch. Mhm. Und auf der Treppe, auf der Brücke gibt es einen kleinen Fight. Kann sie durch weiß schmuggeln. Ging gerade an dem Baum, glaub, vorbei, dann du. Nein, nicht. Nein, halt wo da oben am Kämpfen. Ja, da sind sogar schon ein paar Tote auf der Brücke. Was? Ich bin an der Brücke hängen geblieben. Häng weg. Oh, Feuerpfeil. Ja, der macht ordentlich Damage, vor allem im Nachhinein noch. Ja, jetzt wenigstens eine schöne Beleuchtung da aufgestellt am Weg entlang. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen Sorge, dass es jetzt gefährlich wird. Ja. Ja. Oh, ich bin schon vorbei. Schon beim Kreisverkehr. Hey! Die Wölfe haben den Pferd angegriffen. Oha. Oh, mein Pferd hat Driftprobleme. Das Pferd kann auch abspringen, ist cool. Und Nikolaus der Gefallene. Denn der nächste Moment. Kann das Pferdle mit ins. Ja, perfekt. Da fühlt sich das Pferdle wohl. Und frisst vom Boden. Immer noch kannst du so da einen Zaun in der Stelle. Man hat gereist. Okay, bin ja nicht so.
das war sehr erfolgreich. Was haben wir denn noch von der Renner gekriegt? Vampirportal haben wir gekriegt. Ja, und die Grasböden. Und andere Sprintfähigkeit. Sprint in die angegebene Richtung und weiche Feinden in der Nähe für 2,2 Sekunden aus. Dein nächster Primärangriff verursacht 25% Bonusschaden. Erzeugt eine Illusion, die Projektile verschießt und 40% magischen Schaden verursacht. Ja. Okay. Können wir an unsere Hütte zu groß baut. Warum? Musst du viel laufen? Wenn wir wir können das Portal nirgendwo ansetzen. Das muss, glaube ich, Dussane. Welches Portal? Wir haben ja ein Portal neben uns dahin, würde ich sowieso kein Portal aufstellen. Ja, aber nur noch weniger. Wollen wir noch weniger als 2 Meter laufen?